Hänsels Blitzrezepte. Das schnellste Schokoladenmus der Welt. Okay. Wir brauchen dunkle Schokolade, dunkle Kuvertüre. Die kommt in ein Wasserbad rein. Ich würde mal sagen, so 100 Gramm, also eine Tafel, ja, rein damit. Und es dauert jetzt ein bisschen, bis das schmilzt. Dann kommt in eine Pfanne Pistazienkerne und ein bisschen Puderzucker. Und in der Zwischenzeit wird Sahne geschlagen. Einfach schöne, kühle, kalte Sahne, 0,2 Liter und 2 Minuten Vollgas. Die Sahne muss richtig schön steif sein. Jetzt eine Nuss-Nougat-Creme. Achtung, hört mal zu. Was für ein geiles Geräusch. So, und da kommt jetzt so ein Löffelchen hier in die Sahne rein. Okay? Dann ein Schlückchen Contro. Wenn Kinder mitessen, lasst ihr das halt einfach weg. So, und jetzt flüssige Schokolade. Und die flüssige Schokolade, die kommt jetzt direkt hier rein. Schau mal her. Zack. Einmal kräftig rühren. Fertig. Und dann an. Schau mal her. Vielleicht mit schönen Himbeeren. Das Schokoladenmus jetzt nehmen und mit einem warmen Löffel, schau mal her, mit einem warmen Löffel so kleine, schöne Nocken abstechen. Und das schmeckt so absolut genial. Obendrauf vielleicht noch ein bisschen Puderzucker. Und auf den Puderzucker kommt dann ein bisschen von unseren schönen gerösteten Nüssen. Und dass wir auch wissen, wo wir sind, ein Hänselplättchen. Sensation! Sensation! Würde der Spanier sagen. Saumäßig lecker! Hänsels Blitzrezepte. Nachkochen!